Guten Tag, heute ein bisschen später. Wir waren noch mal gemütlich Kaffee trinken und Frühstück essen und einkaufen für Marlies, ein bisschen Zeichenbedarf. Ja, wir haben uns einen gemütlichen Vormittag gemacht. So, und jetzt bin ich hier. Jetzt repariere ich ein Schrottrad oder check mal ein Schrottrad durch komplett. Mach ich mal schnell. Also die Klingel funktioniert schon mal. Was für ein geiles System. IGS, ich kenn's nicht, keine Ahnung. Aber ehrlich, gibt da noch nicht viel, was ich noch nicht gesehen habe. Aber das Schaltsystem. Synchro-Shift oder so, oder Cro-Shift. Geil. EGS. Noch nie gesehen. Alles in einem Hebel. Schaltet synchron vorne und hinten in Mitte. Also so kann man sich gar nicht verschalten. Man kann gar nicht in den falschen Gang schalten. Die Adventure davon. Total geil. Mal gucken, ich habe das noch nie gesehen, das Teil. Also ich schalte mal. Funktioniert wie eine Ratsche. Oh. Gute Fugpu. Also mit der Schaltung sehe ich nicht durch. Ich sag mit dem Hebel, da weiß ich gar nicht, wie ich das einstellen soll. Hallo. Ich bringe das Rad mit Verspätung zurück. Macht nix. Ich muss halt einfach noch 7 Euro zahlen, wenn ich das richtig sehe. Das ist kein Problem. So. So. Wie bei der OP. Da. So einen kleinen Schrauben darin zu fummeln. Ich würde mal sagen, wenn ich eine zweite finde, dann bleibt das bei der N. Wenn ich meine Zeit damit verbringe, hier Schrauben zu suchen. So, die Züge sind hier beide durch. Was ich machen soll. Mit diesem System kriege ich mal gar nicht aus. Das wird alles nicht funktionieren. Der ist hier komplett im Arsch. Der ist auch im Arsch. Die müssen gemacht werden. Ich muss das System erstmal abbauen. 8, 8-fach. 8x3. Gucken wir mal, 8x3 Schalter irgendwas finden. Drehgriff wäre schon cool. Dass das natürlich jetzt auch noch im Arsch ist. Ist ja die Züge da hinten hier oder so. Keine Ahnung. Ich gucke erstmal, ob ich Ersatz habe. Dann würde ich es nämlich austauschen und gebe den lieber so die Teile mit, weil dann kommt doch kein Mensch klar mit dem Schalten. Verstehe gar nicht. Halt um den. Bis gleich. Tommy hat Heil in der Hände. Immer schön davon berichten. Irgendwann wird es ein Wallfahrtsort. Da kommen alle hier hin und schmeißen mir die Gaben hier die Treppe hinunter. Damit sie mich einmal berühren dürfen oder ich sie einmal berühre. So wird es irgendwann enden. Ein Griff und alles funktioniert wieder. Das wäre toll. Bei dem Rad leider nicht. Das EGS, super geile EGS-System, musste ich ausbauen, ausschrauben. Funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Gebe ich dem müden Herrn mit, wenn er dran will. Wenn nicht, bleibt's hier. Und ich muss das erstmal studieren. Dann kann er dann in dem Jahr abholen, wenn ich durch bin mit dem Studium. Jetzt kriegst du eine schöne 8-3-fach, ganz klassisch. Fertig. So einfach sieht das aus. Ich bin jetzt auch schon eine Stunde hier dabei, bei dem Scheißding. Also mal gucken, wie lange es noch dauert. Ich gebe mir Mühe, schnell fertig zu werden. Aber anderthalb Stunden sitze ich schon an dem Scheißrad hier, ey. Unglaublich. Hab nichts geschafft, außer Dynamo
und Licht hinten und was? Jetzt mache ich Schaltung. Seit anderthalb Stunden oder seit einer Stunde Schaltung. Scheiße. Einmal neue Züge rein. Mann. Der Teil muss natürlich noch raus. Bezahlt nicht eigentlich. Muss er von seinem Taschengeld bezahlen oder was? Kann man nicht gerade einen Auftrag drin hier? Kinder hat. Also, ein Kind mit dem Rennrad. Bremse auseinander geflogen. Ja! Hallo. Muss er das von ihrem Taschengeld bezahlen? Mama ist die allerlahmste? Genau. Weißt du, Skali war heute draußen. Hab sie gesehen und Skali hat ein Teil. Und was macht der? Hat Skali aufgefangen. Aber ich hab Skali Lüssel dann nicht kaputt und der hat sie dann ganz schnell aufgefangen. Und dann hat sie sie verkannt. Ei. Was denn? Ist doch nicht so schlimm. Das ist hoffentlich nicht passiert, ne? Nichts passiert. So ist gut. Na, Frankie? Hallo Frau, was soll ich an meinen Kofferraum machen? Wenn er nicht auf. Nicht auf, nicht zugeht? Ja, jetzt, ich hab da die Notöffnung, aber die bekomme ich bloß auf den Kofferraum, wenn ich jetzt immer hoch und runter drücke, weißt du? Wieso? Keine Ahnung. Ist jemand hingefahren? Na, damals, ja. Damals hat, war ja die, von Anfang an gewesen, dass ich schwer zugekommen habe. Ja. Und kann jetzt was sein, was meinst du? Weil wenn das, nur wenn das leicht zu öffnen geht, schafft der Servo das natürlich auch. Weil ansonsten macht der nicht auf. Nee, jetzt der funktioniert zwar, jetzt also der klappt, aber das wird. Aber wie kann das sich dann nur verrücken? Hat vielleicht einen Zugknallen. Stimmt, wenn ich jetzt zuknalle, rückt der ja irgendwann mal dann rüber, wa? Wenn das da ein bisschen ihn haut, ne? Kann möglich sein? Kann sein, aber dann ist es. Aber kann eine Kleinigkeit, ich brauche nicht das komplette Schloss da wechseln. Oder besser gesagt. Ah, nee, na, wenn das nicht noch so funktioniert an und für sich, dann ja. Also wenn es trocken sozusagen funktioniert, wenn du auch hörst, dass der Servo arbeitet, dann nee, musst nee, du den arbeiten. Nee. Ey, wirklich. Kein Sacken, nichts? Nee. Na, dann weiß ich nicht. Aber so kannst du doch... Nee, geht nicht. Es geht Schloss dran. Ich könnte es ja notfalls dann öffnen mit dem Schließen, weißt du? Das ist clean. Ja, ist mein Peugeot ja auch, aber trotzdem hat der so einen versteckten Knopf. Ich versuch's mal, wie du gesagt hast. Ja. Aufschrauben, dann ein bisschen versetzen. Oder die Bürste. Ja, wie gesagt, diese Scharnier, die Aufhängung, wo die Klappe drin ist. Wenn der Ach so, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den offen mache, den nicht versetze sofort und jetzt drücke, schließe und dann drücke, ob es aufgeht, ja, ob die Servo geht. Ja. Das verstehe ich. Das war der erste Test. Ja. Kannst du den Hebel rein machen, weißt du? Dass manuell, nicht lassen, ja, ja. Manuell. Und dann versuche ich, ob er mit der Servo und genau. Nicht. Na, wenn da kein Signal ankommt, na, dann ist was mit der Elektronik. Achso, Elektronik, ja. Aber da kannst du auch manuell dann wieder lösen. Ja, du kannst es. Ja, musst du alles ausschließen. Erstmal die Elektronik ausschließen. Nun weiß ich nicht, ob das gekoppelt ist an auch den Knopf. Wenn die Klappe zu ist, dann ist ja auch Licht an, Licht aus. Ja. Dann musst du den vielleicht mit der Hand drin drücken, also mit dem Finger drin drücken, diesen Knopf. Mhm. Und dann auf der Servo drücken. Weil wenn. Ansonsten löst das ja vielleicht nicht aus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Nee, so müsste ich eigentlich nicht. Wenn du hinten die Klappe aufmachst, dann geht der Licht an. Hinten auch meist in der Ladezone drin. Ja, diesen Knopf drückst du drin, du simulierst das. Achso, das du simulierst quasi, dass das Ding zu ist, und dann drückst du. Sonst würde er nicht schließen. Ne? Sonst würde er vielleicht nicht öffnen oder schließen. Jetzt weiß ich nicht, ob der die Kopf. Aber ein guter Trick. Ja, musst du machen. Aber kann möglich sein. Elektronik. Also ich es mal machen. Ein bisschen basteln. Ja. Bau dich die ganze Dinge auseinander. Stehst nee, aber du da? Die, nicht ja, die Endverteilung muss ich ja sowieso erstmal. Ne? Nein. Aber nicht, nee. Ich glaube nicht, du kommst an die Scharniere so ran. Skadi, komm her.
Ich glaube nicht, dass. Ich weiß es nicht in den Hof. Bring die. Mach keine Dinger. Bau nicht den ganzen Auto. Nee, da hat sich gut. Nee, ich öffne erstmal, wie du gesagt hast, und drücke den Knopf drin und dann versuche ich über den Server. Und wenn es dann funktioniert, dann brauche ich es bloß versetzen. Genau. Hört sich easy an. Ja. Okay, Tobi. Gibt das vor allem Fachmann an? Ja, Fachmann für alle. Auch Mercedes. Fachhändler. Fachwerkstatt. Mein hoch. Ich schraube auch Mercedes. Ja, muss denn der arme Junge das selber bezahlen von seinem Taschengeld? Bremse zerlegen, neu wieder zusammensetzen. 10 Euro halt gesagt. Mal gucken, was er später sagt dazu. Wo ich stehe, wie beim Kabel ziehen. Ich ziehe weiter Kabel. Ich stelle mal die Schaltung ein und ziehe weiter die Kabel rein. Schaltzug bauen wir ein. Und zwar den für vorn. Gut, also einstellen. Das schleift hier nur noch aus. Das muss ich nicht drauf gehen. Meine Fresse. Hier ist ja eins nach dem anderen. Jetzt hier noch. So, das ist Zug Nummer 1, den haben wir erstmal fertig. Zug Nummer 2, der hintere. Der labert hier auch noch irgendwo rum. Hier ist er. Wenn die ganzen Pausen rausschneidet, ist das eine effektive Arbeit gar nicht. An effektiver Arbeit gar nicht so viele. Finde ich. Aber da muss man erstmal hinkommen. Um effektiv arbeiten zu können, muss man erstmal den ganzen Schlunz abbauen. Das alleine, wenn das schon eine Stunde in Anspruch nimmt, alles. Kabel zu ziehen am Ende oder Zug zu verlegen oder so, das ist nichts. Die ganze Vorarbeit. Das ist echt nervig. Gut, aber so ist es ja überall. Spannung ist okay, mittelprächtig. Wir schauen mal, ob schon funzt.
So, dann gucken wir mal jetzt die Spannung. Jetzt ist die nicht mehr so gut. Wir drehen raus. Und nochmal. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Läuft, ich bin stolz. Moin! So einfach. Grüß dich. Na? Ja, ich bin hier, weil es immer noch knackt. Weil es immer noch knackt? Warte, ja, warte mal, wenn ich rede. Es knackt einfach. Ich wollte jetzt mal, weiß nicht, woran das jetzt liegt und so. Aber keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht fährst du, also ich will dich jetzt auch, ich komme morgen früh, mach das bin fertig. Ich bin nochmal damit gefahren, ja. Ja. Nicht. Und ja. Ja, Papa jetzt. Ja. Na gut, ich bin damit fertig. Ich bin glücklich, ich habe das geschafft. Ich freue mich sehr. Gucken wir uns mal Flo sein Rad nochmal an. Und dann schauen wir mal. Und doch mal an neue Pedalen ran machen oder so. Vielleicht knacken die. Ansonsten. Kette. Oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Kette ist nicht neu. Alle durch. Gucken wir mal. Heute ist Schaltzugtag. Wieder zwei Schaltzüge. Ist ja immer so, kommt der eine, kommt der nächste hinterher. Schaltzuggedöns. Aber so ist das. Wollen wir uns nicht beschweren. Das haben wir einen Job. Thorsten ist auch schon wieder da. Sortiert jetzt gerade, was ist schon wieder? Sortieren. Sortieren. Schaltung. Schaltung, draußen sortiert. Ja, meine Schraubenkiste, meine zuverlässige Kleinteilkiste. Und ich sortiere meine Gedanken. Oh, ich muss einen Plan machen, unbedingt für die Bude, ey, sonst wird das nicht. Sortieren, schrauben,
das war's. Kabel innen kürzen und dann Abschlusskappe rufen, das war's. Rad, wir schlachten ein Rad. Probier. Mitkommen! Vielleicht löst es sich! Was war das da? Nee. Nee. Ja, funktioniert. Ja. Zeit für Schweinerei. Keine Zeit für Schwein. Letzte Yang für den Rahmen. In die Tonne. Tange MTB. Die Zeit war schä. Beerdigt. Einmal beerdigt. So ist es. Gut, nächste Rad. Nächste Rad, eins haben wir noch. Ah, so sieht's aus auf alle Fälle. Da bleibt nicht viel übrig von so einem Rad. Wenn man da realistisch betrachtet mal rangeht. So eine Geschichte. Ich habe ja hier schon einen Haufen von diesen vorbereiteten Rädern, wie ich sie so schön nenne. Vorbereitet zum Wiederaufbau. Und alles, was Schrott ist, es wird abgebaut. Sich halt am Ende. Wer baut das alles wieder auf? Weil das baut ja kein Mensch, baut sich so viel Scheiß wieder ran, wie da dran war vorher. Total abgefahren, total runtergerockt. Ja, bleibt nicht viel übrig. So ein Rad habe ich da hinten schon genau so hängen. Genau so. Mal versuchen jetzt die Vorderradbremsen abzukriegen hier. Wir haben es jetzt 20 Uhr, nicht 21 Uhr, 20 Uhr. Ich mache jetzt Feierabend. Insofern, dass ich jetzt natürlich noch nicht gleich weg bin oder alle zumache, sondern erstmal einräume, ein bisschen zusammenräume.
ja, das Videomaterial schneide. Und heute pünktlich mehr ins Bett falle. Sprich 21 Uhr würde ich gerne hier raus sein. Damit ich dann um 22 Uhr schlafen gehen kann. Weil das ist mir gerade ganz schön viel, Alter, ganz schön anstrengend. 2-3 Baustellen zugleich. Das ist mir zu viel. Jo, haben wir das? Ich schneide jetzt ein bisschen das Material von heute. Heute ist wirklich nicht viel zusammengekommen. Ja, ich habe einen Zusammenfaltreifen. Was hat er denn? Wenn ihr das noch nie habt. Ich habe... war nicht viel los heute. Klar, weil ich meine, ich war bis erst 14 Uhr hier. Und dementsprechend war nicht viel los. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Da ist sie doch, 45 Euro. Ja, siehst du? Ja, so sieht's aus. Ich würde jetzt gerne schließen. Die Programme. Das. Das. Und das. Hier jetzt auf Programme schneiden und schneide jetzt. Und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Alle Tüte, Schlaftüte. Wer auch immer sich das angucken mag. Wir sehen uns morgen früh. Bis dann.